Yo, yo, yo! Und damit hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir mal wieder mit meiner professionellen Verstärkung auf der PlayStation 4. Und zwar spielen wir heute Gefecht. Und endlich habe ich mal wieder was rauszuschneiden, so muss das auch sein. Endlich habe ich mal wieder was rauszuschneiden. Folge 38 habe ich etwas rauszuschneiden. Okay, die mal schauen, inwiefern wir heute ein paar Rebellanten destroyen können. Moin! Und der Rebellant hat natürlich mal wieder eine Kühnschigkeit, wie man es kennt. Leider kennt man das nicht anders. Von den verantwortlichen Leuten. Natürlich bin ich jetzt mal wieder nicht am Steuer, sondern hier meine professionelle, mehr oder weniger professionelle Verstärkung, die absolut professionell ist, aber ich bin einfach im Moment nicht professionell genug, deswegen habe ich mir natürlich auch professionelle Verstärkung geholt. Weil ich zu lappen für das Let's Play bin. Aber ich habe ja am Anfang des Let's Plays die Wichtigkeit und wie das ganze Let's Play halt aussieht auch erläutert. Von daher, falls ihr es nicht wisst, weil ich denke, ja, er ist zu lappen, dann einfach die erste Folge ansehen. Alles wird erläutert. Dun, dun, dun. Shadow Trooper. Irgendwie finden die meisten das Imperium deutlich krasser als die. Oh, down. Er ist down. Down, wir sind down. Da hätten wir die mit der E3 deutlich mehr Sprühwurst. mit der E3 deutlich mehr hingekriegt. Aber die haben wir leider noch nicht freigeschaltet. E3 meiner Meinung nach die beste Langstreckenwaffe. Oh, Lucky Punch. Teile diesen Moment. Ja. Tun wir schon, indem wir das aufnehmen. Wir hier keine Werbung machen, aber. Ich gebe keinen Kommentar hierzu ab. Und ja, also die Folge 38, die wird natürlich erst in einem ganz anderen Datum, werdet ihr sie jetzt sehen, als sie veröffentlicht wurde. Denn sie wird wahrscheinlich erst... Oh, Blendgranate, die ist hart, aber sie hat nicht gesessen. Sie hat nicht gesessen. Gefecht ist eigentlich... Blasterkanone. Dann holen wir unseren Blaster raus. DLT-19. Das war natürlich eine bittere Kiste, ohne Frage. Stationierung hier möglich. Sah ihn so aus, als wären wir ein Shadow Trooper, aber so bausig sind wir noch nicht. Das heißt, eigentlich hat es ja nicht wirklich so viel mit Bausig zu tun. Oder nicht. Einfach nur viel gesorgt. Also im Prinzip so, wie ich es schon mal bei FIFA sagte, wie lange man kein Leben mehr hat. Aber... Das kann man natürlich auch so oder so sehen, wie ihr eben dazu steht. Ich habe selber genug Anmerkungen, dass ich... In einigen Spielen merkt, dass ich da kein Leben mehr habe. Ich finde, an FIFA 16 merkt man es dann noch am wenigsten. Und heute ist das Thema der Episode. Wenn diese Folge rauskommt, dann wird auch schon ein anderes Let's Play draußen sein, was eventuell sich mit denen überschiebt. Das ist dann Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, worauf ich persönlich gerade so einen Hunger habe auf dieses Let's Play. Dass ihr euch das gar nicht... Sprühwurst 68! Ist schon Player! So, mehr Kills brauchen wir jetzt.
mehr Kills. Schöne Grüße an Brandy. Mehr Kills. Detonator. Guck doch auf die Minimap, auf den virtuellen Mondatlas. Schöne Grüße an Brandy nochmal und dann geht's weiter natürlich. Oh, Blasterfeuer. Blasterfeuer. So, und schreibt nochmal in die Kommentare, ob ihr Star Wars Battlefront noch weiter sehen wollt oder ob ihr euch denkt, nö, der Typ war schon zu lange zu lappen, da kann er mal was anderes raushauen. Also ich persönlich spiele das Spiel gerne, wobei ich in letzter Zeit so den Anschluss verloren habe. Ich denke mal, das werde ich so machen, dass ich also in den Osterferien, das ist ja also bei mir, weiß auch nicht genau wann das ist, auf jeden Fall in den Osterferien, das kann man sich ja so ungefähr denken, auch wenn man jetzt nicht in meinem Bundesland wohnt, was zufällig Niedersachsen ist. Und aber dann könnt ihr euch ja so ungefähr vorstellen, wie die Ferien sind, und da werde ich mich dann nochmal in Star Wars Battlefront eindenken, in Anführungszeichen, das nochmal richtig spielen, und dann war's das dann auch. Dann wird halt im Prinzip mehr Challenges, mehr FIFA 16 kommen, und dann werde ich das eben auch ein anderes Let's Play verlagern. Außer, also es wird dann auf jeden Fall, es kommt halt darauf an, wie viele Folgen bis dahin veröffentlicht sind. Und wir haben das Ganze direkt geholt und deswegen beende ich mit meinem Blabla. Und das war eigentlich ganz okay. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.